Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play mal anders mit den anderen Pokémon, die wir ein bisschen fangen, ein bisschen benutzen, ein bisschen gerne haben und auch anders bauen. Und ihr seht gerade hier Lava, ich bin gestorben im Livestream und deshalb bin ich auch im Nether. Weil im Nether ist meistens ja nicht so spannend, also man kommt nicht so schnell vorwärts und ja, Pixelmon sind jetzt nicht gerade so heftigst anders. Aber ich möchte mit euch ein bisschen etwas noch kurz erkunden. Und dann gehen wir wieder raus. Genau. Ja, im Livestream war ich sehr müde. Ich hätte nicht so Minecraft spielen sollen. Weil wenn man müde ist, einfach irgendwie nicht gerade so konzentriert alles macht. Und wie man gerne hätte. Ja. Aber jo, es ist doch ja sonst einfach gut gegangen. Wenn man stirbt, dann ja, ist es nicht so schlimm. Oh, ich habe gar nichts anderes. Ich habe nur den Schwarzstein, den ich eigentlich fürs Bauen benutzen möchte dann. Für auch schon für die Dächer, genau. Und so weiter. Oh, Lava, Lava. Hey, schon wieder Lava. Ich mag Lava nicht. Lava ist zu schnell im Nerven. Wir sollten das mal nerven. Nerf, please. Broken Lava. Meine Güte. Man brennt halt einfach auch ewig. Hallo, gehen Sie weg, Lava. Sie stören. Sie stören den Unterricht. So, wir wollen ja einen super Pokémon-Trainer werden. Wir benutzen einfach nur schlechte Pokémon. Nein, nein, Scherz. Ungute, aber nicht gerade so oft benutzte. Und ich habe ja einen Lavitar gefangen und ich weiß es nicht, ob ich das überhaupt nutzen soll, weil es ja schon oft benutzt wird. Also, ich glaube eher nicht. Also wir brauchen sie nicht unbedingt zu benutzen. Aber es war ja cool, dass wir das noch gefangen haben. Schon. Aber mehr auch nicht. So, also Glowstone haben wir auch. Ziemlich. Und ich denke, Quarz brauchen wir jetzt nicht so oft. Ich weiß nicht, ich benutze schon gerne Quarz, aber eben, es ist ja mal anders, es ist ja mal ein bisschen etwas anders, weil zum Beispiel Schwarzstein habe ich echt wenig noch gebaut. Ich müsste viel mehr benutzen, weil ich es viel schöner finde, aber nö, Schwarzstein wird jetzt ein bisschen für die Stadt genutzt und ja, eben, dass ich es mal auch mache. Und da habe ich jetzt einfach ein bisschen gefarmt. Und ich werde das weiterhin ein bisschen farmen, aber wahrscheinlich auch nicht im Livestream. Es ist ein bisschen zu langweilig zum Farmen. Oder man muss es einfach viel schneller können. Also wir müssen halt auch ein bisschen EXP sammeln. Und das geht ja bei Pixelmon nicht immer so schnell. Außer es gibt einen Trick. Keine Ahnung. Ja, Auto farmen gehen eigentlich schon, so mit Ofen. Zucker auf Farm. Würde gehen, oder? Also, oder Bambus. Oder den Sumpfkraut. Wassergras, oder wie es heißt. Ja. Oh, da haben wir jetzt Pokémons. Also, Hunduster möchte ich eigentlich gerne im Team haben. Ja, wird vielleicht öfters auch gespielt. Ein kleines Hunduster. Nehmen wir das hier. Bisschen größer. So, also Donnerwelle. Smoke, oh. Smoke ist eine Giftattacke mit Giftchance, glaube ich. Ja, es muss schon giften. Es muss schon Gift verbreiten ab und zu. So, okay, der Schaden ist gar nicht so hoch. Egal, egal. Okay, jetzt können wir es fangen, oder? Nein, ich Smoke. Nee, jetzt sind wir vergiftet. Nein! Blöde Smoke-Attacke, nein! Levelball, komm, du schaffst das. Ich liebe die Levelbälle irgendwie, die sehen so schön aus. So dunkel. Tja. So, also Hunduster kommt ins Ziel. Ins Ziel, ins Team. Und, ja, Schneckmark ist ein bisschen langsam. Benutzen aber auch wirklich viele. Ich glaube, Schneckmark hat irgendwas, was broken ist. Ich weiß gar nicht. Kann es sein, dass es einfach, ja, wegen
Irrlicht, glaube ich, heißt die Attacke. Ist. Ja. Egal. Also da oben ist das Portal, das müssen wir uns merken. Hä, das ist ein neues Portal. Wir haben da unten doch das Portal gemacht. Kennt ja immer noch den Livestream? War jemand dabei überhaupt? Ja, wahrscheinlich schon. Also so, ich hatte ein paar Zuschauer währenddessen. Aber egal. Da ist das Portal. Wir haben jetzt zwei Portale. Okay, ist egal. Die Portale kommen sowieso dann irgendwann mal weg. Will ja nicht hier wohnen. Also ja, ich muss das ganze Gebäude umbauen. Oder ich lasse es einfach. Ich lasse es als Lager. Genau. Dürft ihr gerne ein bisschen entscheiden. Ich denke, ja. Wir lassen es als Lager. Ist schon wieder so eine. Ich mag das nicht, Pixelmon. Die ganze Zeit immer etwas zu hören ist. So, also wir haben ein bisschen Glut, ein bisschen Schwarzstein. Basalt haben wir auch. Und man hört diese Versprecher. Ich weiß es nicht. Ich bin noch ein bisschen müde. Der Kaffee wirkt erst. Ich mache es halt immer am Morgen, damit ich frisch bin. Wooly. Ja, Wooly, du musst einfach das Leder geben. Tut mir leid, Wooly, dass ich dich jetzt besiege, aber ich möchte ja, dass du mir da eine Wolle gibst. Ich kann dich ja nicht scheren, leider. Das geht einfach nicht. Okay, es ist ein starkes Wooly. Bitte nicht töten. Gut. Meine Güte. Okay, komm. Ich fliehe. Nein. Okay, es ist noch nicht tot. Ich könnte es fangen. Es ist ein großes Wooly, aber es wird schwierig sein. Nein, nein. Nein, nein! Jetzt aber fliehen. Ich schaue einfach die Dinger nicht. Ich schaue einfach die Levels nicht an und. Ja gut, das war jetzt ein Fail. Doppelklick ist sehr effektiv. Wunderbar. Oh, es hat überlebt. Lehmschelle. Nein, Mann. Böse, große Pokémons. Ich bin so ein Fehler. Nur wegen dem Level. Das Level ist schuld. Yes, aber ich habe gewonnen. Okay, so etwas Großes. Oh, Hoplo. Ja, wie soll ich jetzt regenerieren? Ich möchte das Hoplo noch fangen. Ich könnte es mal probieren mit einem Fastball. Ja, jetzt werde ich mich um. Also, jetzt werde ich besiegt. Gut, wir verlieren nichts. Also, ich glaube, wir verlieren nichts, oder? Wenn wir keine Pokémon mehr haben. Flottball. Ich will den Hoplo. Jetzt nehme ich das Hoplo ins Team. Nein, dann möchte ich ja Pokémon wählen, die nicht so oft benutzt werden. Okay. Erfolg. Erfolg. Wir haben einen Erfolg. Und wir haben eine Weiterentwicklung. Sehr schön. Wie cool das aussieht mit dem bunten Farben. Leider sieht man nicht so viel. Ich weiß jetzt eigentlich gerade, wie man die Kamera wechselt. Das darf gerne jemand mal in die Kommentare schreiben. Wie man halt die Kamera wechselt. In solchen Sachen. Aber es steht irgendwie, nur weiß ich es nicht wie. Also es steht nicht in den Optionen. Es steht nur irgendwie auf. Im Ding steht es, in den Textdokumenten, in den Configs. Dort steht es, dass man irgendwie die Kamera ändern könnte, aber wie, weiß ich nicht. Mit welchen Knöpfen. Ist ein bisschen schwerer, als man denkt. Darf gerne jemand einen Kommentar posten, der es weiß oder nachschlagen kann. Der weiß, wie man nicht nachschaut. Also. Der überhaupt das nachschauen kann. Aber ja, wenn die Entwickler da nichts sagen, dann ist es halt schwer. Die Entwickler müssen ja das auch irgendwie welchen Leuten beibringen. Oh, ein Pikachu. Okay, das ist die Weiterentwicklung von diesem kleinen Olivchen. Und, oh, ist das schön, glaub, ja. Gaunux, okay.
Ist das die dritte Entwicklung? Gibt es eine dritte Entwicklung von Kleptonix? Oder Kleptonix ist die zweite Entwicklung? Sieht geil aus, hä? Was möchte ich mal kurz ein bisschen screenshotten? Ja, okay. Vielleicht nicht so schön, aber eben, es geht halt nicht so schön. Und was sollen wir mit dem Portal machen? Also das ist in der neuen Version nicht mehr, hä? Dass die Portale sich so spalten. Ja gut. So, also wir wollen ja langsam anfangen zu bauen. Ich muss jetzt einfach noch kurz ein bisschen planen, wie ich am besten anfange mit der Stadt. Also wir schauen mal auf die Map. Alles macht sich gut. Ich möchte ja so ein bisschen hier Downtown haben. Und hier oben möchte ich dann so, sagen wir Los Angeles, ja, Venice Beach oder so. Hier auch einen Beach machen. Bisschen breiter, oder? Ein bisschen mehr ins Wasser. Und hier möchte ich dann so die. Also hier möchte ich Industrie machen wahrscheinlich. Dann machen wir hier auch noch so ein bisschen eine andere Gegend. Bisschen waldig. Und das heißt, wir machen hier hohe Gebäude. Und ich denke, hier, wo ich bin, mache ich mal noch ein Gebäude. Hier und hier so. Jo. Schauen wir mal. Also, ich denke, wir fangen einfach mal an und wenn irgendwas hässlich ist, bauen wir es wieder ab. So, und deshalb brauche ich eigentlich noch, eben, ich muss noch Farben, also ich muss noch mehr Livestreams machen, dass ihr das nicht in den Aufnahmen immer habt. Langweiliges Farmen oder so. Oh nein, ich schon hier falsch. Der Mod ist ein bisschen, ja, da muss man immer wieder ein bisschen verstehen, dass man die Umschalttaste drücken muss. Ich denke, ich kann ja dieses Holz eigentlich verwenden, oder? Okay, ich muss ja zwei werden. Ah, ich muss ja hier noch mal ein paar. Ah, da haben wir ja. Da haben wir ja schon gesetzt. Porenta. Ist halt auch wieder ein Pokémon, das öfters benutzt wurde durch die Weiterentwicklungen. Durch diese Galar-Formen und so. Oh, also, ich glaube, die Galar-Form und die Weiterentwicklung davon. Oder kann ein Porenta mit Lauchstange auch. Bin mir gar noch nicht so sicher. Ich bin es noch nicht so. Wir müssen die Pokémon-Edition alle mal spielen. Wenn es geht. Also, wenn Nintendo das überhaupt erlaubt. Ich muss kurz AFK gehen. Ich bin geklopft. So. Also, es hat jemand etwas gesagt, dass ich nicht begleitet werde. Ich wollte einfach ein bisschen jemanden dabei haben von der WG zum Einkaufen, aber sie will nicht, sie hat etwas anderes vor. Schade. Ist ja tolle Lady. Ja. Ich tue jetzt mal das Holz hier rein. Jetzt habe ich echt keinen Platz für Setzlinge. So, jo. Die Sachen, oh, auch schon voll. Also mache ich doch mal eine Holzkiste, das ist einfacher. Gut. Machen wir doch das so. Ja, wir brauchen Holzkisten. Machen wir mal vier Kisten, dann haben wir schon wieder etwas. Lager. Und ja, ich möchte natürlich oben die eine Kiste, die Holzkiste haben. Das Koppelgebiet auf dem Weg. Und hier unten müssen wir noch ein bisschen weiter nach links. Okay. Hier unten machen wir mal Apikokos rein. So, die brauchen wir jetzt nicht so schnell. Also wir müssten eigentlich noch meinen, das habe ich ja auch ein bisschen gemacht im Livestream. Und wir haben 10 Diamanten gefunden. Und ja, die Diamantspitzhacke natürlich.
So, die Holzkiste ist hier. Dann machen wir doch mal zuerst die Setzlinge. Nein, das ist nicht Holz. Das ist Holz. So, und dann haben wir hier wieder Platz für Melonen. Und da oben haben wir, genau. Wunderbar. Eine Werkzeugkiste mache ich jetzt. Ich mache mal. Da haben wir Holz. Machen wir die Sachen raus. Und ich tue mal den Teppich hier. Also, ist das ein Moos? Nein, das ist ein grüner Teppich. Die Werkzeuge hier und dieses Werkzeug. Ja, irgendwo rein. Ah, hier. So. Und dann haben wir noch. Wo haben wir die? Da. Nein, nicht das Holz. Gut, wunderbar. Also, sehr gut. Also, ich denke, ich mache. Was mache ich jetzt eigentlich? Draco, denk mal besser nach. Du bist so schusselig manchmal, wenn du einfach nicht genug nachdenkst. Du bist halt viel zu professionell, du bist viel zu abgelenkt durch deine guten Kopfsachen. Anderen Kopfsachen. So, ich wollte eben. Ich wollte einfach dieses Zeugs mal gießen, hey. Bauxit. Einfach eins mal hier lassen. Und was brauchen wir noch? Also Aluminium ist Bauxit. Und was brauchen wir denn? Einfach Eisen mehr. Also Bauxit, Eisen. Und währenddessen schauen wir uns nochmals um. Wir haben jetzt in der Nacht. Ah, wir haben ja keine Pokémon. Ich muss also schlafen. Machen wir das mal eine andere Nacht. Schön unter dem Birkenbaum. Schön schlafen. Jo. Oh, so ein kleines Zickzack wäre auch nicht schlecht. Sieht einfach so schwach aus, aber eigentlich muss es ja gar nicht schwach sein. Nur die Größe. Nicht die Schwäche. Nicht die Stärke oder so. Gut. Oh, eine Quapsel. Ein kleines Porente, aber Level 37. Was ist das da? Aquanix. Easy. Ja, ich müsste eben einen Livestream machen. Und sonst müssen wir eigentlich irgendwie am besten in eine Wüste noch gehen, in ein Mesa-Biom und dort abbauen. Ah, wisst ihr was? Wir könnten eine Farmwelt bauen. Weil wir haben ja diese Teleports. Und Teleports ist einfach für die Bequemlichkeit ein bisschen zuständig. Oder? Dass wir es bequem haben. Also Haus 1. Haben wir da nicht noch einen? Ja, wir haben einen Teleport. Ist der auch hier? Wo ist der Teleport? Ich sehe den Teleport hier nicht. Hä? Wenn wir mal teleportieren. Ja, ist auch hier, okay. Dann, ich mache trotzdem den Braunen weg. Und jetzt machen wir einfach TP, oder? Cheaten wir ein bisschen, ihr. Nicht Cheater, hä? Oh ja, wir müssen sowieso. Game Mode kreativ, sonst stürzen wir. So, TP und ganz weit weg. Machen wir so. Wie viel sind das? 7? Ja. 175 ungefähr. 176 da habe. Lass mich doch mal bitte richtig. Und ja. Nein, ich möchte das richtig haben. 8. Ich möchte hier nicht. Ah, okay. 7, hä? Machen wir doch das auf Minus. So, dann haben wir irgendwas anderes. Und jetzt, doch, jetzt geht's. Gut, damit wir einfach wirklich frei uns Sachen farmen können. Meistens während den Livestreams oder so. Gehen wir mal hier nach vorne. Das ist jetzt gegen Süd. Ja, dann gehen wir in die Richtung farmen. So, Farm in 1.
Also jetzt können wir hier frei wirklich alles Loot holen und stören uns nicht dann. Ja, wir haben dort abgebaut und alles Mögliche. Jo. Also eine schöne Farmwelt, wie man es einfach im Singleplayer machen muss. Die Entwickler haben halt keine Farmwelten eingebaut, weil sie einfach faul sind. Dann machen wir das einfach hier. Gut, wir haben Schwarzeichenwald, das ist sehr gut. Das haben. Okay, ich habe ein bisschen gecheatet einmal, aber ich muss das einstellen. Gottchen, ich bin so was von jetzt gerade wieder überfordert über etwas Neues, was ich eigentlich sonst ja nicht mache, wenn ich viel mache. Und jetzt haben wir einfach eine Farmwelt, wo wir wirklich frei ganz viel abbauen können. Weil es ist so schön in der Gegend dort. Ich müsste viel laufen, ich müsste viel euch Langeweile bringen sonst. Und das möchte ich nicht. Ich weiß, dass es euch langweilig ist, oder? Ich kann es ja nicht besser machen, wenn das Spiel nicht Besseres macht, oder? Und deshalb, jo, tue ich euch einfach das so ein bisschen bequem machen, dass ihr auch Willen habt, mir öfters zuzuschauen. Und sagt es einfach in die Kommentare, was ich noch besser machen soll. Okay. Also Blumen und so hätte ich schon lange eigentlich einsammeln können. Nur es sieht halt so schön aus. Man will es ja nicht wegmachen, wo wir bauen. Das ist einfach so. Das ist der freie Wille vom Bauen, dass wir das einfach machen. Also nicht machen. Dass wir irgendwo weit weggehen und dort fahren. Jetzt können wir nämlich auch Sand fahren. Und niemand stört das. Es ist einfach genau das, was ich brauche. Ich denke, so viel brauchen wir noch nicht zu fahren. Nämlich will ich euch nicht langweilen. Aber jetzt einfach noch kurz ein Stack und. Ja, nicht mal ein Stack. So jetzt. Gut. Also. Aber ich habe immer noch Lust, ein paar Pokémon-Mitglieder zu haben im Team. Deshalb schauen wir uns noch ein bisschen um. So, dann machen wir doch mal kurz ein Boot. Ein Boot. Durch die freie See. Ja, Dankeschön. Also, Wasser-Pokémon gibt es auch reichlich. Sieper. Sieper wird oft, hoffentlich nicht mehr so oft verwendet. Also ihr dürft gerne auch sagen, ich soll auch ein Pokémon benutzen, das wirklich benutzt wird. Ah, das ist dieser Pistolenkrebs. Jetzt wollte ich gerade ein bisschen nachschauen und verstehen, was das ist, aber es ist der Pistolenkrebs. Ist auch ein cooles Pokémon. So, dann nehmen wir die noch mit. Und jetzt können wir mal die in den Rucksack die Sachen machen. So. Das ist auch ein cooles Pokémon. Ist ja nicht ganz so mein Typ von Design. Aber doch irgendwie interessant. Interessant muss es ja auch sein. Schleimer. Ich möchte Schleimer drin. Okay, wir haben eine Wüste. Das ist gut. Jo. Oh, Kamerupt, gell? Cool. Eine Kammer, die erupt. Okay. Ein Wüstendorf. Schade, dass es normale NPCs nicht mehr gibt. Ist hier etwas drunter? Nö. Okay. In Wüstendorf. Okay, Savanne haben wir auch. Und was bist du? Ah, du bist die Viper. Du bist diese komische Viper. Genau, mit einem Schwanz, der so kringelig ist. Kenne ich noch. Kaktus brauchen wir. Ein Kaktus. Was ist das dort? Palme. Sahen wir so ein bisschen zu rund aus. Dass es so etwas gibt. Ah, Wapitis wollten wir doch fangen.
Ich weiß nicht, ob für Pitys oft benutzt wird, aber das ist zu hoch. Also denke ich, kann es nicht fangen. Ohne dass es unsere Pokémon zerstört. Schade. Okay, die Pokémon sind wieder gefickt. Nicht gewichst. Okay, eine coole Stadt. Und du bist die Weiterentwicklung? Ja, du bist die Weiterentwicklung. Von diesem Cobra-Pokémon. Jo, klein und niedlich. Also Magma ist halt wirklich auch ein Pokémon, was man öfters will haben. Okay, große Pokémon, wenn sie klein ist, sind schon cool. Die haben eine Freude, hä? Okay, Menschen haben es ja nicht so gerne, wenn sie klein sind, aber kann man halt nicht wählen. Wo haben wir die Pokémon-Bilder? Das ist so geil, dass man diese Sachen sammeln kann. Wie zum Beispiel Schädel. Einfach so gibt. Braune Keramik ist vielleicht für die Stadt schon nicht schlecht. Muss ich mal noch ein bisschen überlegen, wo. So. Pokémon-Bilder sind hier oben. Das sind keine Pokémon mehr. Pikachu möchte ich haben. Ich denke, ich nehme alle Bäder mit. Die wechseln ja sowieso. Und Georok. Und Sandamr. Und Kamerupt. Okay. Nice. Habe ich denn? Ja. Ah, und da haben wir noch eins. Cool. Schön, also wirklich schön. Sonst haben wir halt nichts, doch. Redstone, Blöcke. Redgestöne. Und diese Eier kann man die. Ich kann nicht ab, die schlüpfen einfach. Ich glaube hier nicht. Weil hier ja sind. Und du bist Seetangbären. Haben wir eine Schere noch nicht? Ich weiß nicht, ob das jetzt reif wird. Ja, ja, schon. Wir warten kurz oder so. Haben wir Knochen? Ja, wir haben einen Skelettschädel. Wir haben keine Knochen für Knochen mehr. Eigentlich möchte ich ja, dass die Bären haben. Aber das dauert halt. Mist. Einfach eine Markierung machen. Und dann irgendwann mal im Livestream oder so einsam. Gut. Mit Knochenmehl. Wenn es geht. Also wenn man mit Knochenmehl die Reife machen kann. Ey, das ist so geil. Ich sag's euch, aber ich bin sehr motiviert. So Pokémon zu spielen. Dort könnte noch etwas sein. Das ist wahrscheinlich Lava. Ja, ja. Ja, ist noch. Oh Gott. Wir machen so einen Hindernislauf mit fallenden Blöcken. Also, dann. Ja, es ist schon cool hier. Hm? Richtig schön. Kecleon und dann die Weiterentwicklungen sind halt auch ziemlich beliebt. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, was ich alles spielen muss. Wenn ich einfach weniger öfters benutzte Pokémon brauche zu spielen. Jo, einfach ein bisschen random, also ein bisschen weniger denken, mehr nutzen. Damit ich es euch auch ein bisschen anders machen kann als andere. Es gibt viele Projekte auf YouTube, aber die meisten sind uralt. Allgemein, oder?
So, was können wir also tun? Ziemlich viel. Nein, glaube ich nicht. So, das ist der volle, ja. Ja. Gut. Ah, da haben wir noch eine Beere. So. Also Daycare, ja, wir können noch mehr Beete holen. Aber sonst sind wir nicht so ausraum. Das ist wichtig für die jungen Pokémons. Sind auf die gleichen wieder, schade. Ja gut. So. Dann können wir gut die Stadt auch einrichten, oder? Bücherregal, sehr wichtig. Kuchen. Schneeblock. Kuchen. Also, dann haben wir doch heute auch wieder das erreicht, ein bisschen die Rohstoffe noch geholt. Jo. So. Jetzt können wir auch ein paar Sachen mitnehmen. Okay, der Kaktus war nicht unbedingt dabei. Mirror Herb. Einen Stat von einem Pokémon wird. Ah, es wird ein Pokémon, also eine Attacke wird sozusagen gespiegelt, aber nur einen Stat. Und es wird nur einen Stat noch geboostet, okay. Also so ein, ja, nicht Stärke. Angriff. Spezialangriff oder so. Wird noch gestärkt. Jo, leider haben wir keine Pokémon-Items. Dann hat ihn den Eindruck. So, wunderbar. Haben wir ein bisschen, ja, ein paar Items mal mitgenommen. Gut. Und jetzt gehen wir eigentlich noch eher, ja, Pokémon Center und so. Oder haben wir noch mal? Ich habe viel zu viele Items. In unten. Sehr gut, okay. Und die auch. Die habe ich auch noch nicht, oder? Nein, wahrscheinlich schon nicht. So. Hm. Prima. Also in den Markt müssen wir eigentlich nicht. Also hier hoch. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Geld verdienen. Ohne Kamera. Cool. So. Sehr gut. Also Fleisch noch. So, wunderbar. Prima. Also haben wir ein bisschen gefarmt, haben wir ein bisschen Pokémon gesucht und so. Jo, jetzt ist fertig. Jetzt ist leider die Folge schon genug lang. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Jo, viel Spaß noch und jo, es geht natürlich auch morgen wieder weiter. Vielen lieben Dank. Tschüss.